raus hier. Dann speichern. Oh, Quetzalli ist fertig. Der Medica-Band, Protest, Wallung. Können wir alles gebrauchen. Sekiro braucht es nicht mehr. Eigentlich schon, wenn... Ich weiß ja, man muss wahrscheinlich am Schluss nämlich drei Teams aufteilen. Ich bin mir aber nicht sicher. So, wo war nochmal das Auktionshaus? Da werden Maginite versteigert. Glaub nicht. Chidor, genau. Die Spannung steigt ins Unermessliche. Unser nächstes fantastisches Angebot ist... Da ist einer! Der Golem-Maginit, jawoll! Das Mindestangebot beträgt 1000 Gil, meine Damen und Herren! 4000! Wuss! 8000! Nicht so zögerlich, meine Damen und Herren! 12000! 15000! Nicht so zögerlich, meine Damen und Herren! 20000! Sehr wohl, der Zuschlag geht an euch, bitte sehr. Golem-Maginit. Die Auktion wäre damit beendet. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ich habe ja Storage Wars öfters mal gesehen. Das ist ja auch so Auktionen mit halt so Lagerverkäufe und so, ne? Und die Auktionatoren so. Ne? Die reden so schnell! Die versteht man nicht! Da wird man doch wahnsinnig! Also, wenn man Auktionator werden will, dann muss man schon einiges können. Ja! Oder waren früher Rapper? Alter, was die reden müssen. Wie jemand 2500, 2500 hier, 3000, 3400, 4000, 4000, 4500. Und das ist rasende Geschwindigkeit. Gibt es dann noch welche? Genau wie Golem betätigt die Stadt Zen in der World of Balance, nachdem du aus Vector geflohen bist. Stadt Zen. Ich habe keine Ahnung, welche Stadt wo liegt, ne?
Deswegen Weltkarte FF6. Ich weiß jetzt auch, wo Kefkas Tower ist. Das war nämlich mein Fehler. Ich dachte nämlich, Kefkas Tower wäre der Turm der Fanatiker. Aber Quatsch. Das ist Kefkas Turm. Und das ist die Stadt Sendermilchen. Schlangengraben, der einst auf dem Grund des Meeres verlief, liegt nun an der Oberfläche. Ein Unheil vor der Kefkas-Sekte hat in seinem Lauf einen Turm errichtet. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Das Dorf Moblitz, welches weit im Osten liegt, wurde von Kefkas Licht der Verurteilung komplett eingeschaltet. Die Eltern, die sich schützen, über ihre Kinder werfen sie sich alle. Ich daran denke, dass Kefka uns die ganze Zeit beobachtet, wird mir ganz anders zugute. Folgt man dem Schlangengraben nach Norden, gelangt man nach Nikea. Von dort läuft man angeblich Schiffe aus. Wer sich gegen Kefka auflehnt, wird umgebracht. Das Licht der Verurteilung erstrahlt von der Spitze seines Turms. Es brennt ganze Dörfer nieder. So, wo ist der Typ, den ich suche? Jetzt weiß ich, was ich Ausschau halten muss. Der da? In der Umgebung von Moblitz so ein schreckliches Ungeheuer namens Hundenbarber sein Unwesen treiben. Der muss sich hinter Bäumen verstecken. Da. So was Blödes. Die Welt steht kurz vorm Untergang. Was soll ich da mit diesem Steinchen? Du siehst aus, als wäre dieser glimmende Stein genau das Richtige für dich. Wenn du 10 gehst, ist er dein. Seraph Magnet. Super. Ja, wir sammeln jetzt Magneten. Wir sind vorm Finale. Also, ich wüsste jetzt nicht, wer uns fehlt aus dem Team, ne? So. Live, cool, kurz 2. Alter. Der hat aber auch geile. Also Seraph ist cool. Fenrir haben wir. Warte mal, ich muss mal eben gucken hier. Nein. So, Midgarson, Lakshmi. Und wer ist zwischen Lakshmi und Phönix?
So, so. Dann wollen wir mal uns auf die Suche machen. Ich weiß, wer es ist und ich weiß ungefähr den Ort, wo ich hin muss. Sorry, wenn ich dann ab und zu mal raustappen muss. Halt! Also, auf der Karte ist es da oben irgendwo bei Figaro. Ist das vielleicht auch noch eine Aufgabe, die wir machen müssen? Nach Nasch, der Mokone Yeti. Also das Einzige, was ich noch sagen muss, ist Tour. Wir können also den Turm der Sekte wirklich mal gucken, ob wir da hochkommen. Obwohl, wenn ich sehe, wie stark der Boss dort ist, 68 ist sein Level, nee, dann lass mal.
Wo soll denn hier Doma sein? Das frage ich mich gerade. Ah, ich hab's gefunden. Kleinen Moment, muss mal kurz die Aufnahme gucken. Auch schon wieder 36 Minuten. Ja, wir machen alles viele Nebenzeug. Ich brauche aber jetzt jemanden dabei. Das ist wichtig. Leider. Sind wir echt noch nicht da gewesen? Ach so, weil, haha, Castle. Ich wusste nicht, dass das Doma Castle ist. Wie konnte ich nur vergessen da? Nö. Tschüss. Ich wollte da rein. Nicht gegen euch kämpfen. So. Diese Musik, ne? Schön. Legen wir uns hin. Gibt es hier ein Gemach? Schlafsaal? Irgendwas, wo wir uns ausruhen können? Weil das, glaube ich, brauchen wir jetzt. Man hat hier nämlich auch berichtet über Träume. Ich bin hier gerade falsch. Kann übrigens auch immer noch auf der Suche nach ultimativen Waffen sein. Ich glaube, das gucke ich mir auch noch an, welche die stärksten Waffen sind. Rüstung. Wo man die zu kaufen kriegt. Vielleicht sogar auch erhält. Ein fetter Wecker. Wenn der klingelt, bist du wach. Ja, hier können wir uns ausruhen. Dann gute Nacht. Ich glaube, wir müssen schlafen. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin Lev. Ich bin Sonio. Und ich bin Suenio. Wir sind die drei von der Traumstelle. Wir werden uns an der Seele dieser jämmerlichen Kreatur laben. Wir werden uns an der Seele dieser jämmerlichen Kreatur laben. Wir werden uns an der Seele dieser jämmerlichen Kreatur laben. Ein vorzügliches Mal. Ein vorzügliches Mal. Ein vorzügliches Mal. Wartet! Wir gehen da mit. Oh Scheiße, was?
Kann es sein, dass die damals die Musik von Final Fantasy VI auch in 7 genutzt haben? Das Lied kommt doch auch noch in 7 vor. Das ist doch...